Hallo und willkommen zum, ich glaube, sechsten Teil der Java-Tutorial-Reihe. Und heute werde ich euch die Vorschleife zeigen. Die Vorschleife ist ein weiterer Weg, um in Java etwas Schritt für Schritt durchzugehen oder mehrmals auszuführen. Und dazu werde ich gleich erstmal eine Vorschleife erstellen. Die wird mit dem Schlüsselwort for geschrieben, eben ganz normal for wie Vorschleife. Und in der Anweisungsklammer müssen wir zuerst mal eine Zähler-Indexvariable initialisieren. Diese nennen wir int i. Dann müssen wir einen Startwert festlegen. Dieser lautet 0. In meinem Fall. Ich möchte jetzt die Schleife 10 mal durchgehen. Das heißt i kleiner 9. Weil ich in dem Fall bei 0 anfange. Und wenn ich bei 9 aufhöre, dann sind das genau 10 Schritte. Oder beziehungsweise kleiner 10, weil, ja, kleiner 10, weil das sind genau 10 Schritte, weil er dann bei 9 aufhört und von 0 bis 9 sind 10 Schritte. Und dann noch i++ und eben den Codeblock. Was das jetzt tut, ist, dass es den int i erstmal mit 0 initialisiert, danach jedes Mal, wenn es die Schleife durchgegangen ist, schaut, ob i überhaupt kleiner ist als der Wert oder größer als ein Wert. Man kann auch minus minus und solche Sachen. Das ist eben ein kleines If-Statement hier drin. Und dann muss man noch eben angeben, was man tun soll, wenn die Schleife bereits durchgelaufen ist. Man kann auch machen, okay, das war ein Fail. Ja. Eclipse, ja. Man kann zum Beispiel auch minus minus oder plus gleich 2 oder um es quadratisch mal zu machen, mal gleich 2, aber in dem Fall eben plus plus. Eben einzeilige Operatoren, die man mit einer Variable eben benutzen kann. Und ich werde jetzt erstmal den Wert nur ausgeben von i. Und wenn wir das jetzt laufen lassen, dann schreibt er eben von 0 bis 1, bis 9 alle Werte an. Er hört eben bei 9 auf, weil er sieht, ob i kleiner als 10 ist. Und wenn eben die Schleife dann beim 9. Mal, beim 10. Mal, beziehungsweise hat i den Wert 9, System.out.println sieht sich den, gibt den Wert aus. Die Schleife geht wieder in den Codeblock, in den Anweisungsblock, rechnet 1 dazu, also i++, und überprüft dann, ob i in diesem Moment dann noch kleiner als 10 ist, weil i dann aber genau 10 ist, ist es nicht mehr kleiner als 10, dann steht da false und dann geht er nach die Vorschleife rein. Es gibt noch eine weitere Form der String, also der For-Methode, For-Schleife, nämlich die For each Schleife heißt sie in anderen Programmiersprachen. In Java wird sie, wenn ich im Fenster bin, immer noch mit for geschrieben. Und auch nicht irgendwas in, sondern String s. Nicht in, sondern Doppelpunkt Strings in dem Fall. Ich habe hier nämlich momentan eine Arraylist mit dem generischen Typen String. Und ein paar Werte hineingeschrieben eben. Und wenn ich jetzt alle ausgeben will, mache ich das entweder so. Also er nimmt sich der Reihe nach, wie die reingeschrieben worden sind, aus der ArrayList Strings immer einen raus und stellt den als unter dem Namen s zur Verfügung. So kann ich hier jetzt drauf zugreifen. Und wenn ich schreibe System.out.println s, wenn ich das ausführe, schreibt er mir die vier Strings hin. Ich kann aber auch anders auf eine Liste zugreifen, falls ich einen Indexer brauche und nicht unbedingt jetzt hier zum Beispiel außerhalb einen extrigen Int erstellen will, kann ich das eben auch so machen, dass ich eine normale Vorschleife, int i ist 0, i ist kleiner als strings.length oder Size in dem Fall. Und
auch wieder i++. Da wird eben dann gesagt, dass i kleiner als strings.size sein soll. Und wir müssen wieder mit 0 anfangen, weil das erste Objekt in einem Array oder einer List ist immer mit 0 angegeben und das letzte mag vielleicht das 30. Element sein, aber man liest es mit 29 eben aus. Und da kann man dann jetzt eben machen .out println sowas wie das plus i plus t Element ist Doppelpunkt strings.getIndex i. Dann gibt er mir das aus, das 0. i plus 1 wäre in dem Fall angebracht. Ja, das erste Element ist abc, das zweite Element ist xyz und so weiter. Und prinzipiell war es das heute auch schon wieder mit diesem Java-Tutorial. Und wir sehen uns beim nächsten. Tschüss.